Da war schon wieder ein Gegenstand. Ich schaue jetzt einfach mal hier die Tür an. Ja, hallo! Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns heute in Phasmophobia und das, was wir heute vorhaben, passt einfach wie die Faust aufs Auge. Gibt das neue Spiel, der Monologist, und dort habe ich noch keinen Gegenstand, der mich schützen kann. Deswegen war meine Überlegung, gut, schaust du mal in Phasmo, ob es nicht möglich wäre, auch hier mal ein paar Runden zu zocken, ohne Schutzgegenstand. Denn, ja, jede Runde ist einfach, wenn du weißt, wie du dich zu schützen hast. Sprich, wenn du Räucherstäbchen hast. Und jetzt gibt es hier den Herausforderungsmodus, und zwar verwundbar. Du wirst da ohne jegliche Verteidigung reingehen. Sei vorsichtig. Und das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, ob es Verstecke gibt. Wenn ja, dann ist es machbar. Wenn nein, dann haben wir ein kleines Problem. Aber das werden wir heute machen. Wir sind in Willow Street und da würde ich sagen, let's go. By the way, ladies and gentlemen, ab nächster Woche gibt es ein paar kleine Änderungen. Für alle, die das heutige The Monologist Video schon gesehen haben, werden darüber schon Bescheid wissen. Aber für alle, die jetzt zum Beispiel die Phasmo-Fans sind oder noch nicht dazu gekommen sind, hier kurze Info. Ab nächster Woche wird eine neue Zeit zum Hochladen eingeführt. Das wird wahrscheinlich 21 oder 22 Uhr sein. Vielleicht lasse ich euch auch abstimmen, aber ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich da von der Zeit her hinkomme. Blablablub. Genau, dort um diese Uhrzeit wird dann der Monologist in Zukunft laufen, denn Horror-Game, dunkel draußen, passt ganz gut, finde ich. Da ist 14 Uhr ein bisschen schwierig. Phasmo und Watchers werden ganz normal 20 Uhr bleiben, auch im Wechsel momentan noch. Vielleicht gibt es hier einen kleinen Wechsel irgendwann, dass ein Projekt zum Beispiel nur noch am Wochenende läuft oder sowas und Ghost Exile zum Beispiel wieder reinkommt. Sollte es dann irgendwann wieder funktionieren. Aber ja, erstmal bleibt 20 Uhr ganz normal und um 14 Uhr wird jeden zweiten Tag Sons of the Forest hochgeladen, vorerst. Das Ganze schafft natürlich Raum, um ein neues Projekt mit reinzubringen oder ein altes wieder aufzugreifen. Deswegen hier die Überlegung mit Ghost Exile, sollte es lagfrei funktionieren. Oder eben ein anderes Spiel wie Outlast Trials oder Resi 4. Die sind auch in meiner Überlegung, aber das sehen wir dann. Aber jedenfalls, insofern ich zeitig gut hinkomme, wird es ab nächster Woche, im besten Fall 7 Tage die Woche, der Monologist kommen. Aber Montag wäre es immer ein bisschen tricky, ob ich da alle Aufnahmen durchgeballert bekomme. Das sehen wir dann. Aber ja, damit wir schon mal so informiert sind, jetzt starten wir. Schutzgegenstände. Hey, ich habe doch Schutzgegenstände. Okay, warte. Ich gehe, glaube ich, hier nochmal raus, denn das hier sind für mich Schutzgegenstände. Genauso wie das hier. Ich würde sagen, ich gehe nochmal raus ins Hauptmenü und starte nochmal die Runde, denn irgendwas ist hier nicht ganz richtig, habe ich so das Gefühl. Okay, nö, das scheint hier richtig zu sein. Audiosensoren sind nicht da. Wobei, das sind Audio. Was habe ich denn hier? Was hat man hier normalerweise? Bin ich komplett verwirrt. Bewegungssensoren, ne, die sind da. Hä, was hat man hier nochmal? Dieser freien Stimme. Keine Ahnung. Aber das heißt doch verwundbar. Oder bin ich jetzt ganz doof? Also, hin und wieder bin ich schon ganz doof, ja. Aber bei verwundbar hätte ich jetzt gedacht, ich hätte jetzt keine Kruzifix und keine Räucherstäbchen. Oder sie ver... Sie funktionieren nicht, sie schützen nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dann gehe ich jetzt erstmal ganz normal rein, so standardmäßig Desig. Die Uhr ist auf 0, dementsprechend könnte es ja eigentlich, insofern es die einer der Standard-Schwierigkeitsgrade ist, sprich Anfänger, Fortgeschritten, Profi, Albtraum oder Wahnsinn, dann wird es wahrscheinlich der Profi-Modus sein. Wobei, nee, bei Profi ist glaube ich auch schon keine Uhr mehr. Ich habe das schon so lange nicht mehr gezockt, da weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, da ist auch keine Uhr mehr. EMF 5. Ah ne, allgemein EMF, Kruzifix, Zeugen, Keith Carey. Okay, let's go. Aber das hier, verstehe ich nicht. Also es kann einfach sein, dass die nichts bringen. Aber wieso haben sie es, wieso hat man die dann dabei? Das macht keinen Sinn. Oder heißt das verwundbar, einfach kein Versteck? Sprich, Profi ohne Verstecke. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn ich ein Versteck finde, bin ich komplett verwirrt. Ein Versteck gefunden. Bin komplett verwirrt. Oder heißt es, man hat einen Diogen die ganze Zeit und... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, let's go. Erstmal ab zum Breaker. Und kurz warten. Also ich... Habe ich jetzt echt den Breaker ausgemacht?
Ich habe echt den Break ausgemacht. Hey, der war schon an. Warum war der? Hä? Sind wir da denn fortgeschritten? Bin komplett verwirrt. Ich muss mal schnell mal schauen. Ne, okay. Ich dachte gerade, weil oben auf dem Thermometer ist noch so eine Glühbirne oder sowas. Da habe ich jetzt gedacht, dass es irgendwie hier erkennt, dass das Licht an ist. Jetzt schon crazy. Hier ist alles frisch. Kein verfluchter Gegenstand. Hier hätten wir auch kein weiteres Versteck. Auch alles clear, aber da kann doch sowieso nichts sein. Wir müssen jetzt kurz warten, bis sich temperiert. Deswegen stehen wir auch kurz im Licht, um unsere Sanity möglichst zu sparen. Und ja, einfach kurz warten. Dann ist alles fresh. Ich hoffe, ihr habt, by the way, den Montag gut überstanden. Montage sind immer schwierig. Ich muss sagen, ich hatte gestern Schweinebraten und davon ist noch was übrig. Und das habe ich mir heute gegönnt. Und was soll man sagen? Dann ist der Tag einfach geil. Gut, für einen Vegetarier jetzt nicht ganz so. Der hat wahrscheinlich dann weniger den Schweinebraten gegessen als mehr die Käsespätzle, die meine Schwester hatte. Die schmecken auch super. Aber das Geile in diesem Schweinebraten ist, dass eben die Soße aus dem Bier gemacht wird, also die Biersoße, dass die da selber brauen. Und das ist halt einfach richtig geil. Gerade wenn du es dann währenddessen auch noch trinkst, dann das passt halt gut. Ne? Das Bier, das in der Soße verwendet wurde für diese geile Soße, trinkst du dann. Das ist einfach perfekt. Und da finde ich, ist dann, also zum Essen finde ich zum Beispiel auch dann auch ganz gut, oder was heißt gut, finde ich dann auch in Ordnung, wenn man mal ein bisschen was trinkt, also sprich auch mit ein paar Umdrehungen, dann ist es nicht ganz so schlimm. Sonst unter der Woche, gut, ich habe jetzt nicht unter der Woche, sondern am Sonntag, aber so am Tag oder so trinken, bin ich eigentlich gar kein Fan von. Am Abend ist natürlich was anderes, aber dann am Wochenende. Aber so ein Bierchen mal zum Essen, das ist in Ordnung. Solange es nicht tagtäglich ist, dann ist es, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Hier hätten wir auch ein Versteck. Also wir sind auf jeden Fall regular. Knochen. Aber noch kein Geisterraum. Wir haben zwei Verstecke, kein Geisterraum. Ich frage mich echt, was das mit den Schutzgegenständen ist. Ich würde einfach mal gerne den Geist jagen lassen. Mich da vorstellen mit den Räucherstäbchen räuchern. Aber ich habe irgendwie Angst, dass der, ja, dass der halt einfach durchläuft und ich bin tot. Deswegen, das wäre eine kurze Runde. Aber neben meinem Montag war eigentlich relativ gut. Bin auch gut durchgekommen mit den Aufnahmen, alles drum dran. Also alles fresh. Hauch und vier. Ach ja, by the way, das hier, dieser Vierer ist der Hauch. Und der Fünfer gerade eben davor, das war. Ja, das war die Spraydose. Und der Hauch, der war nicht schön. Das mögen wir nicht. Aber erster Beweis, check. Ich hoffe, dass wir drei Beweise. Wir gehen nochmal zurück. Ist es vielleicht nochmal ein Fünfer? Das wäre. Ah, ne, nur ein Dreier. Das hier ist, by the way, theoretisch auch ein Versteck. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob das so schon fertig ist. Aber ja, wenn halt der Geist draußen ist. Wenn er da drin spawnt, dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt ein Versteck. Dann wird das Ganze ein bisschen länger. Und ja, eng ist ein dehnbarer Begriff, aber nicht alles muss man dehnen. So, Abmarsch erstmal zum Van. EMF5 eintragen. Also, ich war mir sehr sicher, dass wir vorher EMF5 hatten. Deswegen wird das auch eingetragen. Wir haben kein Freezing, sondern EMF5. Oh, ja. Genau, weil das, was ich jetzt Freezing gerade eingetragen habe, das war ja nur der Hauch. Sprich, EMF hier auf dem Board, auf dem EMF-Gerät. Jetzt zum Beispiel hätten wir jetzt hier ein EMF5, könnten wir es nicht werten. Also sprich, wäre das jetzt schon hier eine längere Zeit weg. Denn das wäre einfach dieses Hauch-Event. Das sieht hier auf dem Board ganz gerne aus wie EMF 4 oder EMF 5. Das hier zum Beispiel können wir werten. Wir sind nicht im Haus. Wir haben keinen Poltergeist mehr frei. Gut, Mimic, aber Mimic ist auch raus. Na, sprich, es könnte jetzt kein Hauch-Event gewesen sein, denn wenn du solo unterwegs bist, passiert nichts. Oder wenn keiner im Haus ist, besser gesagt, ne? Multiplayer. Einfach alle Player hier im Van und wenn ihr dann sowas seht, das hier ist ein EMF5. Ich habe jetzt schon von mehreren Quellen gehört, ja, nee, das ist nicht hundertprozentig und blapp. Ich sag mal so, hier seht ihr es jetzt so ein bisschen. Oder das hier wäre zum Beispiel verwirrend. Hier geht es um 5 hoch und hier geht es um 4 runter. Das ist ein wenig verwirrend. Das könnte hier darauf hindeuten, dass hier zum Beispiel ein 1er war und ein 4er. Und hier hört dann eines davon aus, sprich ein 4er. Aber nein. Selbst wenn es jetzt hier kein 5er ist, sondern nur dieser 4er auf 4er ist ein 5er an Bord. Ja, also das ist die Schwierigkeit und darauf wollte ich hinaus. Das Board richtig zu lesen und zu wissen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen vorher erstmal, damit man hier wirklich safe, halt EMF5, ja, erkennen kann. Also sprich an EMF5, dass du hier eintragen kannst. Das ist die Schwierigkeit. Und da sagen dann natürlich Leute, die dann noch ein paar Probleme haben, noch nicht so,
hundertprozentig wissen, was man jetzt alles wie werten kann. Klar, die sagen dann natürlich, ja, ist nicht 100% sicher. Aber da einfach ein bisschen üben, zum Beispiel das hier, könnte auch eines sein, aber man muss natürlich aufpassen, denn hier ist gerade Aktion, hier endet eine Aktion, hier ist eine neue Aktion, hier ist eine neue Aktion, hier endet eine Aktion, hier ist eine neue Aktion, hier endet eine, hier passiert wieder eine, ne? Alles nach oben ist eine neue Aktion, alles nach unten ist eine Aktion, die endet. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. So, aber jetzt genug hier den Lehrer raushängen lassen, ab ins Häuschen. Und ich habe jetzt einen seltsamen Mix. Wir wollten einen Fotoapparat mitnehmen. Ihr merkt schon, ich bin komplett durcheinander. Das geht mal gar nicht. Also es geht schon mal gut los. So, dich wollte ich noch nicht mitnehmen. Sorry. No hate. Aber wir sind erst noch in dem Run. Lass mal dein Fotoapparat, Knochen mitnehmen. Gegenstand habe ich jetzt. Vielleicht das Püppi. Das haben wir noch nicht. Da haben wir noch nicht nachgeschaut. Denn hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist ein Versteck. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Sogar eines, glaube ich, meiner Lieblingsverstecke hier drin. Aber ich weiß nicht wieso. Ich glaube, ich habe mich vorher, bevor dieses Versteck reinkam, einfach so häufig hinter dem Schrank versteckt, dass ich es jetzt einfach sympathisch finde, da in der Nähe versteckt zu haben. So, und hier haben wir Pippi von der Bärchen. Nice one. Geisterfoto wäre jetzt noch super, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn der Geist sich nicht unbedingt hier persönlich zeigt. Das gibt immer so ein leichtes Gänsehaut-Feeling, das jetzt nicht unbedingt so sein muss. Okay. Hier bleibt alles so, wie es ist. Ob er will oder nicht. Da war schon wieder ein Gegenstand. Ich schaue jetzt einfach mal hier die Tür an. Ja, hallo! Man kann es übertreiben. Wie viele Events wollen sie geben? Ja. Ach ja, by the way, die Tür hat sich ja bewegt, aber hier, selbst wenn wir Fingerabdrücke haben, zählt das nicht, weil die ist zugegangen wegen dem Event. Aber die Tat muss nicht unbedingt sein, Geisti. Hättest jetzt auch wegbleiben können. Das war asozial. Geh jetzt ganz schnell raus, denn Punkt 1 juckt bei Näschen. Also somit passiert gleich irgendwas Schlimmes. Und zweitens, 3, 3, 3, nur welche. Und drittens, weil ich, was ist, war zweitens? Keine Ahnung. Genau, ich wollte jetzt hier nach der Sanity schauen. 57% gefällt mir nämlich eigentlich gar nicht. Ja, komm, wir nehmen einmal Sanity hin. Wie viel? 30. 30 auf. Okay. 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 Also ähnlich wie im, ja, Profi-Modus. Weil ich glaube, Anfänger ist doch 40. Dann kommt 35, dann 30. Oder war das 40, 30, 20 inzwischen? Nee. Nee, nee. Eigentlich müsste es 40, 35, 30 sein. Aber ich habe dir irgendwann den Überblick verloren. Jedenfalls 30 kriegen wir zurück, das ist schon mal gut zu wissen. Hier, der tobt sich aus wie nochmal was. Er wird aktiver, kann es sein? Ja gut, aber Tai ist schon raus. Wobei, Tai müsste jetzt auch inaktiver werden. Sonst Moro vielleicht, aber der Shade, auf dem passen natürlich jetzt die Events nicht mehr. Und hatten wir einen Dreier? Wir hatten einen Dreier im Geisterraum. Als wir drin waren und er was bewegt. Ne, da waren wir draußen, aber ja gut. Genug philosophiert, ab ins Häuschen. Bevor wir jetzt hier noch länger spekulieren. Aber ihr merkt, ich bin ein wenig fertig. Diese zwei wären zwar böse. Wenn ich das theoretisch draußen klären kann, dann kläre ich das auch praktisch draußen. So. Wo bist du? Wie alt bist du? Hat dich die Tür nicht zugemacht? Wahrscheinlich nicht. Yep. Wo bist du? Wie alt bist du? Oh, Bottleflip. Wo bist du? Zeig dich. Wo bist du? Alt. Ja, schwerhörig ist er auch schon. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Geister heute so asozial zu mir sind. Ich sollte sie, glaube ich, nicht beleidigen. Nö. Nee. Okay, du bist Chocker-Cow und du bist Chocker-Cow. Kann es sein? Jo, also Dots, Buch oder Freezing, Buch. Up, abmarschen, nächster und letzter Run. Zogen auf die Beweismittel. Wir könnten jetzt natürlich auch ein Gespenst normal testen, aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass wir drei Beweise haben. Zumal wir alles, was wir jetzt hier noch haben, noch nicht drin hatten. Gut, Freezing, ne? Aber dort zum Buch hatten wir noch nicht, somit hätten wir die noch gar nicht sehen können. Deswegen ist die Chance gerade noch groß, dass wir drei Beweise haben. Und wenn das der Fall ist, ist das hier momentan die leichteste Challenge, die es gibt in Phasmo. Also sprich, wenn ihr ein bisschen Geldprobleme habt in Phasmo, dann kann ich euch das bis jetzt nur empfehlen. Aber schauen wir mal, ob wir hier lebend rauskommen. Gut, es gibt natürlich auch asoziale Geister. Ne? Die machen euch das Leben schwer, aber momentan läuft super. Kruzi.
Das dürfte jetzt eigentlich nicht funktionieren, ne? Das Kruzifix. Weil Schutzgegenstände gibt's ja nicht. Ich verstehe echt nicht, was die jetzt als Schutzgegenstand interpretieren. Aber vielleicht gibt's diese Woche irgendwann mal einen Bugfix oder sowas. Sollte es wirklich ein Bug sein, aber... Ich könnte mir eben vorstellen, dass selbst wenn man räuchert oder ein Kruzifix verwendet, bringt das nichts. Sprich, mein Kruzifix kann dann trotzdem die Jagd starten, das wird aber angeknuspert. Oder, das ist eben nur bezogen auf die Räucherstäbchen und noch nicht beschrieben, unter Bällchen. Sprich, ja, du räucherst und es passiert nichts. Das kann ich mir vorstellen, beispielsweise. Aber, ja, müssen wir jetzt mal schauen. Ich will den nicht aktiv räuchern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im besten Fall bin ich hier irgendwo, wo ich direkt ins Versteck laufen kann. Denn am Ende räuchere ich und dann habe ich ein Problem. Ne? Allein auf Seite zu brechen, dann ins Versteck, ist gar nicht mal so einfach, wenn er zu nah an dir dran ist. Das ist dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr unschön. So, aber jetzt schauen wir erstmal, was unser letzter Beweis ist. Und ich hoffe, wir sehen ihn hier. Wir brauchen Buch, Notes oder Freezing. Und hier bin ich immer noch der Meinung, es wäre cool, so einen Gegenstand zu haben, der dir ja die Temperatur anzeigt, aber so, dass du sie mit der Videocam sehen kannst. Sprich, einfach entweder ein großes Thermometer, ähnlich wie sie es in Ghost Exile eingeführt hatten, oder ja, einfach so ein Zusatz an der Kamera, dass die zum Beispiel mehr kostet in Zukunft, aber da hast du ein Thermometer an der Kamera und wenn du es halt jetzt in den Raum stellst, dann wird da gleichzeitig die Temperatur gemessen, damit man halt merkt, okay, jetzt wechselt der Geist in den Geisterraum. Da hat er, glaube ich, einen Gegenstand gerade bewegt, aber kein Büchlein. Kein Büchlein, keine Dots, bis jetzt. Gefällt mir gar nicht. Nicht, dass wir uns in einem Schwierigkeitsgrad befinden, in dem es nur zwei Beweise gibt oder in einer Zusammenstellung eines Schwierigkeitsgrades. Wenn das so ein bisschen fortgeschritten ist und hier noch eine Prise Albtraum und das Ganze kommt auf Profi obendrauf, ab in den Ofen und ich muss es dann runterschlucken. Das wäre eine unschöne Kombi. Wir hatten, oder ich war der Meinung, da einen Gegenstand hinter diesem Regal gesehen zu haben, dass es sich bewegt hat. Das könnte auf den Geisterraum noch deuten. Könnte aber natürlich auch sein, dass er bereits gewechselt hat. Wir müssen noch mal rein und schauen. Denn hier sehe ich momentan nichts. Ich werde Salz mitnehmen. Also, Freezing hatte ich nicht. Somit würde ich sagen, die Zwillinge sind draußen. Hätten wir noch Buch oder Dots. Also sprich, Spirit oder Gespenst. Und das ist eigentlich eine doofe Kombination. Eine sehr doofe Kombination. Weil gerade Spirits sind jetzt nicht so schön. Wir sind immer so Ausschlussverfahren, Geister. Das Licht ist noch an, sehr gut. Also der Breaker ist noch an. Das ist schon mal sehr gut. Na, sowas hat man immer hinter Gedanken. Gin, aber ist ja sowieso raus. So, die Tür wurde bewegt, aber Fingis können wir nicht mehr haben. Ich verteile es gleich hier in allen drei Räumen. Die drei Räume hängen nicht zusammen, was bedeutet Geisterraum, Geisterraum, Geisterraum. Aber, ja, ich sag mal so, wenn jetzt hier Geisterraum ist, heißt das nicht, dass alle drei gleich Geisterraum sind, sondern er hat hier drei potenzielle Geisterräume. Deswegen verteile ich das ganz gerne. Einfach, damit wir dann später schon mal vielleicht ein bisschen leichter herausfinden, ob er geräumt ist. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht hier in den Türrahmen, denn er kann ab und zu auch mal hier rausgehen. Deswegen einfach eher so mitten irgendwo in den Raum. Und dann wissen wir direkt, sobald er da öfter entlang geht. Ja, wenn die Wahrscheinlichkeit einfach geringer ist, dass er da direkt beim ersten Mal Raum reingeht. Also wir haben immer noch den Geisterraum. Check. Territorialer Geist. Check. Ist jetzt noch nicht in Zeitz gedackelt. Wenn er nicht in Zeitz geht. Dots. Ich weiß nicht. Ah. Wieso bist du jetzt hier draußen? Wieso bist du im Nebenraum? Warum hast du das Licht wieder ausgemacht? Kommst du gerade direkt auf mich zu? Hat es jetzt den Geisterraum gewechselt? Was passiert hier? Okay, es hat mich überzeugt. Ich hole noch ein zweites Stativ und einen zweiten Schutzprojektor. Bitte in dem Raum. Wenn irgendwie... Ich werde dann einfach die Dots in die Türrahmen setzen. Und dann schaue ich mit der ersten Cam so ein bisschen schräg in den ersten Raum noch mit reinschauen kann, aber auch gleichzeitig in den Flur. Und mit der anderen Cam schaue ich in die andere Richtung zum Flur und in den zweiten Raum rein. So ungefähr der Plan, so können wir so ein bisschen drei Räume abdecken, aber mit nur zwei Cams und zwei Dots. Wollen wir nochmal kurz hier drauf starren, denn... Ja. Ach nee, Gespenst ist ja raus, kann ja gar nicht mehr. Mein bin ich blöd. Sorry,
Ja. Der Gedanke kam ja auch draußen bei der Fußabdrücke. Mein Gott. Also Buch oder Freezing, dann machen wir es so. Aber theoretisch, der Plan, ich fand den Plan gut. Wir nehmen jetzt auch einen Kruzifix mit. Für dort war der Plan gut, würde ich sagen, für unten. Also könnt ihr natürlich gerne dann aufwachen. Damit ihr einfach alles unten abdeckt, was irgendwie interessant sein könnte. Ich merke einfach, ich bin verplant. Gerade wenn ich schon mehrere Aufnahmen gemacht habe oder ein anderes Spiel. Zum Beispiel der Monologist vorher aufgenommen habe. Dann bin ich einfach fertig. Da hat er sich hier auch eingedackelt, das finde ich sehr sympathisch. Aber bitte in das Büchlein schreiben. Falls du nicht möchtest, hier lege ich dir noch eins vor die Tür. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass zum Beispiel der Geist ist heraus gegen Roman. Darauf wollte ich ungefähr hinaus. Ich habe das Gefühl, dass ich entweder an Türen, sprich hier in diesem Bereich, ja, hier am Anfang vom Raum, häufiger oder schneller das beschriebene Buch bekomme, als wenn ich es einfach nur mitten in den Raum lege. Und das hier bestätigt meine Theorie so ein bisschen. So, wir haben Spirit, Gemeiner Geist, die zwei Events, das kriegst du zurück. Warum hat das nochmal funktioniert? Also ich weiß jetzt nicht, ob es einfach daran liegt, weil hier... Das dritte kriegst du auch zurück. Oh, by the way, wir sind jetzt auf ungefähr 50%. Ja. Also hier dieser Eingangsbereich wieder. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder weil ja hier halt dann roamt häufig und deswegen öfter ein Buch vorbeikommt. Oder weil es halt einfach dieser Spot ist. Wenn jetzt da hinten spawnt. Jetzt sind wir in Hunting Range. So, ich mach das hier hin, denn hier kann er jetzt spawnen. Mit etwas Glück wird das Kruzifix das Ganze blocken, weil es davor hat, jetzt zu spawnen. Wenn nicht, dann nicht. Aber gut, selbst wenn wir die Quest jetzt nicht haben, weil es nicht funktioniert zum Beispiel, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Okay, ich hatte gerade unten Geräusche gehört. Geht jetzt erstmal raus, ich weiß nicht, wieso ich sneake. Ich überlege gerade, ob ich noch mein Kruzifix mitbringe. Ja gut, das Kruzifix finde ich jetzt... Also selbst wenn es ein Bug ist mit dem Kruzifix, das da ist... Dann finde ich das jetzt nicht schlimm, weil ich nehme es eigentlich nur mit rein für die Quest. Und sind nicht zum Schutz mit. Wer mein Gameplay kennt, weiß, wie selten ich Kruzifix mitnehme. Deswegen wäre es dann auch nicht mal, würde ich sagen, jetzt gecheatet. Ist einfach nur für diese Quest. Aber Räucherstäbchen lasse ich ihm werden, denn ich finde es cool. Ich finde es cool, mal keinen Schutzgegenstand zu haben. Dann einfach, ja, Köpfchen zu verwenden. Denn das ist des Öfteren eine Schwierigkeit. Wenn du jetzt, so wie ich jetzt hier, obwohl du in Hunting Range bist, gehst du hier runter. Weißt, dass du gleich am Arsch sein könntest. Oder. Nein, wirst du. Definitiv sein wirst. Auf. Gerne das Kruzifix noch mal umgesetzt. Deswegen schaue ich jetzt auch, ob ich... Ist die Jagd vorbei? Ja. Deswegen schaue ich jetzt auch, weil ich das Kruzifix noch mal umsetzen kann, da noch eine Jagd warte. Ja, ich weiß, mega spannend. Aber einfach damit der Raum hier komplett dicht ist. Es könnte sein, dass jetzt einfach hier hinten irgendwo gespawnt ist. Ne? Ihr seht das ja, den Radius. Und dass es halt einfach noch nicht alles abgedeckt hat. Wäre durchaus möglich. Könnte aber auch sein, dass es eben nicht funktioniert. Man hat so die Gegenstände, das hier hört ihr ein EMF5. Wie gesagt, das könnte sein, dass es auch gar nicht funktioniert. Ne, dass ich jetzt auch die Quest dadurch nicht abschließen kann, weil das Kruzifix, ich kann es reinlegen, aber es bringt nichts. Ne? Nein, Kruzifix angeknuspert. Das war wahrscheinlich auch das EMF5. Gut, danke, vielmehr Dank. Also, ich weiß nicht, was heute mit dem Geist los ist. Praktisch zwei Events, aber zweimal zwei Events. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Es ist mir ein Rätsel und es gefällt mir nicht. Das mit der Challenge, ich dachte jetzt eigentlich, wir haben keine Räucherstäbchen und keine Kruzifixe, damit man sich eben gar nicht schützen kann. Aber ja, jetzt noch ein letzter Test.
Man kann sie sogar abfackeln. Also das verstehe ich jetzt hier nicht ganz. Bin ich gleich gespannt, ob wir diese Quest abgeschlossen haben. Abmarsch. Ob es gezählt hat, denn es könnte auch sein, da jetzt hier gerade bei mir jetzt die Nacht von Montag, von Sonntag auf Montag ist, sprich einfach noch zu früh irgendwie für diese Woche und deswegen ist es noch nicht wirklich drin. Ich habe keine Ahnung. Es war ein Spirit. Check. Ladies and Gentlemen. Ja, es laggt noch nicht, aber ich habe hier häufig Lag-Probleme. So, also das hätten wir. Schauen wir mal. Hat auch nicht gezählt. Hat auch nicht gezählt. Okay. Du bist ungefähr. Also entweder, das hier bedeutet wirklich, ich darf keine Gegenstände mitnehmen. Also keine. Ich darf sie gar nicht ins Haus reinbringen. Keine Verteidigung. Auch nicht in ihre Hand nehmen. Oder es ist noch nicht wirklich hier mit drinnen. Also ich finde, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Es war trotzdem interessant. Aber ihr seht es hier. Hat nicht funktioniert. Und wahrscheinlich, weil ich das Kruzifix verwendet habe. Oder am Ende nochmal Räucherstäbchen abgefackelt. Also das will ich auf jeden Fall nochmal testen. Das könnte sein. Oder eben, es hat noch nicht funktioniert. Denn eigentlich, wenn man das hier so auswählt und man geht dann ins Häuschen rein, dann sind ja eben die Gegenstände, die du nicht verwenden darfst oder nicht verwenden kannst, sind dann eigentlich auch nicht im Van. Hier aus irgendeinem Grund schon. Und wir hatten auch Willow ausgewählt. Hier können wir nochmal schauen. Willow, 13 Willow Street. Und hier haben wir in 13 Willow Street. Keine Ahnung, was da los war. Ladies and Gentlemen, testet es selber. Ich werde es, wie gesagt, auch nochmal testen, damit ich euch auf den Laufenden halten, ob man einfach nur diese Gegenstände nicht verwenden darf. Also sprich, ob es sich in den Tagen ändert, dass diese Gegenstände Räucherstäbchen und Kruzifix weg sind. Oder ob man sie einfach nur nicht verwenden darf. Oder ob es einfach allgemein verpackt ist. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Auch wenn diese Challenge leider hier ein bisschen missglückt ist. Aber ja, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.